So, herzlich willkommen zurück. Jetzt sind wir wieder hier, nachdem wir das dritte Grab erfolgreich abgeschlossen haben. Warte mal. Da kriegen wir doch hin. So. War irgendwie schön, dass vielleicht trotzdem mal ausgesehen haben muss. Eine schöne Ressource, ne? Oh! Geheimnisse entdeckt! Schön! Ah, gut. Nicht allzu viel. Okay, sehr schön. So. Wir müssen dort immer noch hin. Na, mal gucken. Ob wir da hinkommen. Können wir hier rein? Ja. Ha! Rennwache Barriere. Ja, das machen wir alles dann noch, ne? Alles zu seiner Zeit. Jetzt ist voll. Haben wir sonst noch irgendwas? Leider nicht. Okay. Ja, ja, die brennbaren Barrieren, das machen wir alles. Hatten wir hier nicht irgendwo? Hier haben wir noch eine Flasche. Müssen dorthin. Oh Gott, die Arme. Oh Gott, es tut mir so leid, einfach nur. Ein sowjetisches Schild. Beinahe fließend Russisch, ne? Aber krass, dass man sich einfach nur hier diese ganzen Schriften anschauen muss und kann dann gleich die Sprache. Das hätte ich auch gerne. Gucke ich mir auch irgendwelche chinesischen Schriftzeichen an und freue mich, wenn ich die dann lesen kann. MP-Komponente, schön. Warte mal. Geht das jetzt? Warte mal. Kosmonautenpropaganda, ja. 1 von 7 Postern verbrannt. Schön. Also haben wir noch alles genügend? Oh. Der Rotbannerorden, eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. Das kann sein. Sonst noch hier ein Poster? Nee. Nein, nein! Ach, oh, Lara. Das wollte ich machen. Oh. Ja, okay. Geh heute runter. Meine Güte. Genau. Eigentlich wäre mir schon längst tot, weil es ist alles auf den Kopf gefallen wäre, aber egal. So, jetzt sind wir wieder hier. Schön. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Für eine Schraube. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Wie hat man denn die hier reingedreht? Die tut man doch eigentlich eher an seine Jacke dann anbringen. Okay. Haha! Schön.
Achso, Herausforderung war das. Achso, okay. Wollte schon gerade sagen. Oh! Schnell, 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 schnell! So. Ich bin hier. Wo seid ihr? Guck mal, sieht mal aus wie ein Versteck? Nee? Nee? Okay. Dann nicht. Hat hier den Jackpot geknackt. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich melde der Vorhut, dass sie aufpassen sollen. Bewegt sich irgendetwas? Was? Negativ. Aber ich habe einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Over und aus. Okay. Arme. Ach, hier haben wir was. Okay. Ach so. Okay. Gehen wir erstmal kurz zur Leiter. Keine Ahnung, wie muss man denn da? Dann haben wir hier mehrere Wege. Achso, nee, ich komm da. Oder? Ja gut, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Was ist denn für eine Musik? Achso. Ist es irgendein Gegenstand? Hä? Der Ernst? Abfackeln! Warte. Oh, fuck. Ah. Okay. Meine Güte. Ah. Das war jetzt gerade kampflastig.
Aber schön, dass ich hier eine Auszeichnung jetzt bekommen habe. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Die Einheimischen wehrten sich und anscheinend haben sie es den Sowjeterobern schwer gemacht. Ein Verbündeter in der Dunkelheit. Rote Ankunft. Oh fuck, warte mal. Ach, da oben. Okay. Das ist auch da oben. Okay. Wenn wir den Dietrich nicht hätten, ne? Ja, mal ein Dokument. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt. Ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Trinity weiß, dass er Informationen weitergibt. Abgefangen Verschwörungstheorien. Das Relikt war dann nicht. Ah! Das war ja easy jetzt. Die Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. Okay. Pillendose, Rote Armee, Offizier. Wie war hier? Oh. Natürlich. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen da. Jacob! Mist. Sie sind schon drin. Sogar Twill. Das wäre fast zu einfach. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay. Ich kann euch nichts anfassen. Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt?
Eine Mischung aus Griechisch und Mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Nicht so einfach. Achtung, Angriff! Rücke vor, jetzt! Guck mal, ein Sackgassenschild. Ja. Ach so, ah. Naja. Die sind beide tot. Lauf nur, lauf, mein Schatz. Und jetzt noch jemand? Nö, ne? Ach so. Wir wissen doch alle, dass wir danach nochmal hier hingehen dürfen. Hier geht alles gleich hoch! Lass es uns weg! Wir müssen hier raus, bevor wir alle verbrennen! Rückkehr vor, gebt mir Deckung! Unterdrückungsfeuer. Natürlich leid, ne? Aber wer kann, der kann. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, wir haben doch Zeit, ne? Herz und sei hier nix. Ah, warte mal, was haben wir denn hier? Haben wir hier noch einen Molotow? Ja, hier. Na, Prioritäten setzen, ne? Alter, ich könnte mir da hier raus, oder? Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Wollte gerade Q drücken. Unterdrückungsfeuer! Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Sofort. Ja, Sir. Ach du Heilige. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Genau. Oh. Fuck. Du bist tot. Nee. Mach.
I don't think so. Also wie heiß die Leiter sein muss, ne? Ist ja Metall, ne? Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Okay. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Hm. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Hm. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Was ist das Problem? Wir liegen hinter den Zeitnahmen. Wir sind kompliziert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja. Oh. Hey! Jacob! Suchen Sie Sophia! Sagen Sie, Trinity ist hier! Los, aua. Ja, aua. Was ist das denn für ein Riesenbohrer? Okay, wir nehmen den rechten. Boah, Alter, wie wolltest du der Stift malen? Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Natürlich nicht. Das ist nicht gut. Nee. Würde ich auch so sehen. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann... Okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß. Lasst mich kurz mal was versuchen. Verdammt. Der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Oh. Ich muss die Schalttafel versuchen. Die funktioniert ja nicht. Na, ein bisschen schwarz. Oh Mist. Und jetzt?
Ihr müsst ja eigentlich viel breiter sein, die Lara, ne? Sie hier alle stemmen kann, ne? Könnte ja nützlich sein. Ja, ein Kampfmesser. Endlich. Endlich haben wir ein Kampfmesser. Da muss ich hin. Ja. Vielleicht kann ich die Seile durchschneiden. Hm. Wunderschön. Endlich haben wir ein Kampfmesser. Den Aufzug werde ich nicht benutzen können. Ich muss anders da hochkommen. Mit Klettern, oder? Oder? Ach so. Ha! Komisch, dass nur hier an der Stelle das Eis wächst. Was für ein Zufall. Nee. Ey, wir würden so die Finger abfrieren, ne? Weil sie hat schon, also gut, das sind ja keine richtigen Handschuhe, aber trotzdem. Bei mir war schon alles tot, ne? Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Mhm. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Ja, dann mach das. Erwähnte Fakten und die Einheimischen. Jacobs Leute, edle Bemühungen. Okay. Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Sieht das cool aus. Haut man noch den letzten, ne, die Münzen aus. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen, auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Die Sowjets haben große Maschinen in die Höhlen abgeseilt. In die Höhle abgeseilt, ein sehr grobes Vorgehen, vermisste Männer. Ne, hier das Mosaik meinte ich, ne? Mit diesem komischen. Oh, das war knapp. Antheos Gang, okay. Das Lager zu benutzen. Halleluja! Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber Fähigkeitspunkte. Ich weiß auch nicht, wozu ich diese Fähigkeitspunkte brauche. Ja, kein Schaden und Tod von. Oh, nutze dieses Messer, um feindliche Sprünge von. Oh! Ja, natürlich machen wir das. Der Tod von oben. Mit einer versteckten Klinge. Kletteraxt. Da haben wir alles. Fertigungswerkzeug. Okay. Hab zwar keine Ahnung, wo die Upgrades verfügbar sind, aber
Ganz ehrlich, denke ich, jemand ist hier. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Was ist denn das hier? Okay. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Gott. Dann nimmt das hier auch noch, ne? Ich bin echt heavy. Gut, dann würde ich aber sagen, dass wir in der nächsten Folge an dieser Stelle weitermachen und werden ja uns den Weg wieder hier durchkämpfen. Wir befinden uns aktuell hier in der verlassenen Mine. 26% haben wir abgeschlossen. Und hier ist eine Wetteranlage 84%. Herausforderung, das müssen wir noch machen. Hier haben wir noch eine Truhe. Eine Höhle, das können wir noch nicht machen. Wir brauchen mehr Sprengsätze. Ansonsten, Dokumente fehlen uns noch 2. Wandgemälde noch 1. Überlebensbestecke haben wir noch 5. Ne? Sind wir trotzdem, würde ich sagen, doch schon gut dabei. Ich glaube, hier hoch müssen wir auf jeden Fall noch. Ja, ansonsten, wie sieht das bei dem Basislager aus? Warte mal, es war ja hier, ne? Haben wir uns 100% abgeschlossen. Und das, ja, haben wir auch. Ja, und jetzt sind wir bei den verlassenen Minen. Das gottlose Tal, 68% Herausforderung geschafft. Ja, das haben wir noch nicht. Frage ich mich, welche Herausforderungen wir dazu benötigen. Weil wir die vielleicht schon verpasst haben. Genau, na, wir werden nächsten Woche an dieser Stelle weitermachen. Dann bin ich mal gespannt, ob wir in die Stadt hinein gelangen werden. Oder, ja, ob dem nicht so ist. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei. Und dass die heutige Folge euch gefallen hat.